Hallo wieder vom Busse Yachtshop. Wir haben heute mal ein anderes Thema wie sonst. Wir haben heute mal das Thema Mann über Bord. Wie kann ich das auslösen? Wie passiert sowas? Wie kann ich jemanden, der über Bord gefallen ist, wiederfinden? Wo ist der überhaupt? Auf welcher Position? Gibt es einen Alarm und so weiter? Das wollte ich euch heute einmal zeigen, anhand von mehreren Beispielen. Wir haben hier zum Beispiel einen Axiom-Plotter und noch ein weiteres Display, ein Alpha-Display in dem Fall. Und das Einfachste ist, wenn euer Plotter, auch ein B&G oder Simrad oder Garmin-Plotter, eine Mann-über-Bord-Funktion hat, das haben die aktuellen eigentlich alle, dann habt ihr oben solch einen Mann-über-Bord-Knopf. Und wenn ihr den drückt, dann wird die aktuelle Position festgehalten und der Plotter führt euch typischerweise zu dieser Position zurück. Heißt, es ist jemand über Bord gefallen, Ausguck halten und so weiter, das kennt ihr, Mann über Bord. Und dann drückt einer die Mann-über-Bord-Taste am Plotter und das wird zusätzlich noch festgehalten und der Steuermann hat Informationen, wohin er steuern soll, in dem Fall, wenn es vom Plotter selbst kommt. Also wir sind jetzt hier aktuell in Flintbek, ein bisschen südlich von Kiel, seht ihr hier. Hier unten das Schwarze ist unsere Position. Hier seht ihr, wir haben keinen Wegepunkt angegeben, wir haben Bearing to Waypoint und Distance to Waypoint, sprich die Peilung und Distanz zum Wegepunkt. Wenn ich jetzt hier oben diese Taste drücke, dann geht ein Mann-über-Bord-Alarm an der aktuellen Position, weil der ist ja gerade über Bord gefallen, die merke ich mir. Ihr seht jetzt hier auch Mann-über-Bord-Alarm, ne? Wir sehen hier Bearing to Waypoint 0 Grad, 3 Füße entfernt. Das ist natürlich hier, ich bin hier stationär, ich fahre ja nicht durch die Gegend, ne? Aber wir sehen hier jetzt den Mann über Bord. Da seht ihr, die GPS-Position wandert hier ein bisschen aus. Und ich muss jetzt nach unten fahren auf 156 Grad, 10 Füße, ne? Also 3 Meter entfernt. Das ist hier die Überbordposition, das ist meine aktuelle. Ich steuere halt drauf zu und habe hier auch die Informationen, kann das auch im Plotter natürlich auch sehen. Aber ihr habt gerade gehört, das Piepen, was dieser Plotter ausgegeben hat, ist nicht besonders laut. Das ist ein leises Piepen. Wenn man direkt davor steht, wird man das mitkriegen. Aber wenn der Motor zum Beispiel läuft, da ist es wieder, ne? Wenn der Motor läuft, ist nicht besonders laut. Trotzdem habt ihr die optische Information hier, wo ihr hin müsst. Ja, ich kann das hier oben einfach abbrechen und wollen Sie wirklich fortfahren, jupp, sage ich. So, dann bin ich wieder im Normalbetrieb, wenn ich ihn an Bord geholt habe. Das ist die eine Möglichkeit jetzt, das über den Plotter zu machen. Die nächste Möglichkeit habe ich jetzt hier. Das sind Mann-über-Bord-Sender im AIS-System. Gibt es verschiedene, MOB-1 von Ocean Signal. Oder die PLB3, die hat auch ein MOB drin, also ein AIS Mann über Bord. Heißt, wenn ihr mit dieser oder jener Ape über Bord geht und die auslöst, kann das AIS-Signal zum Schiff zurückgelangen, auch zu anderen Schiffen rundherum. Und ihr seht ein AIS-Schiff hier, eine AIS-Position, wo der über Bord gefallene gerade ist. Dazu muss es natürlich in der Rettungsweste sein oder ausgelöst sein bei dem über Bord gefallenen. Heißt typischerweise, wenn ihr eine große Mannschaft seid, hat jede Rettungsweste solch einen Mann über Bord, AIS-Mann über Bord oder zumindest der eine, der draußen am Steuer alleine sitzt, weil der andere gerade unter Deck Essen macht oder so, ne? Der zieht dann die Weste an, wo die Mann über Bord drin ist. AIS-Mob. Das hier ist nur zusätzlich noch mit EPIRB, das es aus dem Satelliten hochsendet. Im COSPAR-SAR-System, dass ein Alarm über Satellit rausgeht. Gut, da würde dann, wenn ich hier das auslöse, würde hier auch eine Schiffsname auftauchen und die Mann-über-Bord-Kennung für AIS ist die 972. Das heißt, eure MMSI, wenn ihr ein deutsches Schiff unter deutscher Flagge habt, fängt mit der 211 an oder inzwischen gibt es auch die 218er-Nummern. Das ist sozusagen die Vorwahl für Deutschland. Also 211, 218 wäre ein ganz normales deutsches Schiff. Andere Länder haben natürlich andere Nummern. Aber diese AIS-Mann-über-Bord-Sachen haben einfach die Länderkennung 972. Heißt, wenn da wirklich viel los ist, die 972 ist der Mann über Bord. Ja? Der Sender, der da aussendet. Danach sind die einfach durchnummeriert. Die werden nicht zusortiert und so, nicht zugeordnet. Da nummerieren die Hersteller einfach durch. Die erste kriegt die 1, die nächste kriegt die 2. Und wenn ihr dann gerade eine kauft, habt ihr die, was weiß ich, 507. oder so. Ne? Das taucht dann hier auf und dann könnt ihr das auch sehen. Der Plotter springt jetzt nicht um auf Bearing und Distance und sowas.
Er zeigt euch nur die Position an, aber ihr könnt natürlich draufgehen und natürlich da hinten Go-To machen. Das ist die andere Möglichkeit. Weiterhin haben wir keinen lauten Alarm oder ähnliches. Heißt, wenn vom Vorschiff einer schläft, Motor läuft und ihr steht hinten und ruft, wird er vielleicht nicht wach. Das sind die beiden Sachen Plotter und AIS-Mob. Und jetzt wollte ich euch noch ein anderes System zeigen. Da gehen wir mal rüber an die Tafel. Das nächste System, was es noch gibt, ist solch ein von Yacht Devices ein Alarm-Button. Ein YDAB Yacht Devices Alarm-Button. Den gibt es mit einem NMEA 2000 Anschluss oder einem Seatalk NK Anschluss. Die NMEA 2000 Version hört mit N auf und die Seatalk NG Version hört mit R auf für Raymarine. Ja? Ich habe jetzt hier einen Alarmbutton N mir rausgenommen, um das vorzuführen. Dabei ist solch ein Alarmbutton YDAB mit hier NMEA 2000 Anschluss. Wie gesagt, gibt es hier auch mit Seatalk NG Stecker. Da gucke ich ein paar Kabel raus, das habe ich jetzt schon verkabelt. Dabei ist auch solch eine Taste, ja, die man mal drücken kann. Und dabei ist solch ein Adapter für die Taste, dass man das da reinstecken kann. Ja? Da seht ihr ein paar Beschriftungen drauf auf der Taste, müsst ihr richtig rum reinstecken und dann funktioniert nicht, weil man kann man verdrehen. Und bei der aktuell gelieferten Taste, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei der aktuell gelieferten Taste, die ich hier gerade habe, habe ich das jetzt einmal angeschlossen, mir aus dem Handbuch gesucht, was ich anschließen muss. Diese Kabel sind hier jetzt verbunden, zum Beispiel mit Vago-Klemmen, Durchgangsklemmen. Könnt ihr natürlich verlängern und so weiter. Ja, das ist nichts Kritisches. Was habe ich hier jetzt verbunden? Dazu habe ich ins Handbuch geschaut. Ich habe einmal im Handbuch auf Seite 12, sehe ich das Netzwerk hier oben, da den YDAB. Und dann kommen hier die Kabel raus, da kann ich eine Taste anschließen und einen Lautsprecher. Das ist auch jetzt das Neue bei diesem System. Im Gegensatz zu den anderen Systemen, die ich vorher gezeigt habe, hier ist ein Lautsprecher mit beteiligt. Heißt, ihr könnt wirklich einen lauten Alarm rausgeben. Gut, aber Alarmbutton, ihr müsst die Taste drücken, damit ein Alarm kommt. Das ist das Prinzip. Gut, was habe ich da? Ich muss den Alarmbutton und die Taste verbinden und einen Lautsprecher anschließen. Ich habe hier rauskommt rot-schwarz, da habe ich jetzt hier zwei gelbe Kabel einmal für einen Lautsprecher angeschlossen, plus minus Lautsprecher, hier kommt ein 4 Ohm Lautsprecher ran, der dann auch vor Bord eingebaut wird. Ne? Dann habe ich hier noch ein paar gelb, transparent, blau und transparent, ist die gleiche natürlich. Darüber kann ich eine LED anschalten, die ist in diesem Fall in der Taste schon eingebaut. Könnt ihr aber auch woanders hinlegen, wenn ihr eine eigene Taste habt, eine eigene LED. Ne? Da gehen 3 oder 5 Volt LEDs. Ansonsten müsst ihr das umsetzen. Hier ist jetzt eine 3 bis 6 Volt LED drin. Aber das sind auch so eine Standardtasten, die ihr kriegt. Gibt es auch größer. Aber achtet darauf, dass ihr eine 3 Volt LED da drin habt. Und wir haben hier natürlich die Funktion der Taste, wenn wir drauf drücken. Und die Taste plus minus müsst ihr dabei nicht beachten. Bei der LED schon, bei der Taste nicht. Die wird an grün und weiß angeschlossen, heißt die Taste ist hier an. Grün und Weiß wird hier mit Blau und Transparent verbunden. Das ergibt dann so einen Kabelwust, den ich hier einfach mal so zusammengestrickt habe. Und wenn ihr das selbst machen wollt, dann habt ihr natürlich auch die Belegung. Hier oben steht C und NC. Das ist diese graue Buchse hier hinten, der Taster. Und darauf findet ihr diese Bezeichnung wieder. Dabei ist es wichtig, dass hier Plus und da Minus ist. Ja, dass ihr den Stecker richtig rum reinsteckt. Wenn ihr das so verwendet, seht ihr nochmal Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch eine eigene Taste zwischen Blau und Transparent schalten. Oder auch mehrere. Ne? Und eine LED mit 3 bis 5 Volt zwischen Gelb und Transparent. Dann habt ihr das ganz woanders. Ne? Oder ihr könnt diese 3 Volt auswerten und dann sagen, jetzt möchte ich da, was weiß ich, einen Alarm losgehen lassen. Nicht den Lautsprecher, sondern ich möchte ein Relais schalten oder was auch immer. Das ist aber eine Bastelsache für jeden selbst. Und dazu kommt dann so ein Lautsprecher hier, den wir dazu nehmen können. Den können wir da anschließen, weil da ist eine Datei drauf, die einen Alarm gibt, eine MP3-Datei, ne? Die den Alarm rausgibt. Kurze Anmerkung noch zum Alarmbutton, bevor ich ihn gleich anschließe und demonstriere, wie das am Plotter funktioniert. Dieser Alarmbutton ist im Auslieferungszustand so, wie ich ihn jetzt hier habe. Ja, der Alarmbutton macht ein Mann über Bord ins NMEA 2000 Netzwerk und gibt einen Ton raus.
Man kann ihn aber auch mit anderen Funktionen verwenden, aber nur entweder oder. Man kann auch sagen, ich möchte was mit dem Digital Switching von Yacht Devices machen, ja, wenn eine Batteriespannung zu niedrig ist oder ähnliches. Dann muss man ihn umprogrammieren mit einem Programmieradapter im Netzwerk, einem USB-Adapter typischerweise und die Software dazu, die es bei Yacht Devices auf der Seite gibt. Kann man dann auch was einrichten. Man kann auch Motordatenalarme geben. Zum Beispiel, der Motor gibt eine Kühlwassertemperatur raus, die zu hoch ist. Dann kann man sagen, da möchte ich einen Alarm drauf geben. Aber auch das muss ich programmieren. USB-Adapter brauche ich da. YDNU heißen die. Und die Software Canlog Viewer. Ja? Das sind alles englische Beschreibungen, englische Software. Da müsst ihr euch einmal reinlesen, ob ihr euch das zutraut. Gibt es leider keine deutsche Übersetzung für. Und das ist auch ein bisschen tüdelüt, bis ihr das hinhabt. Aber es ist machbar. Das heißt, ihr könnt auch über den Lautsprecher einen Abgastemperaturalarm zum Beispiel ausgeben. Und dann würde der Lautsprecher einen Ton rausgeben. Und dann könnt ihr den hier mit der Taste wieder quittieren. So eine Funktion sind da vorgesehen. Eure Batteriespannung geht so hoch und weit runter. Irgendwie sowas. Ne? Das schaut euch im Handbuch an. Das Handbuch ist auf unserer Seite verlinkt. Wie gesagt, YDAB. Auch auf der Yacht Devices Seite findet ihr Informationen dazu. Nun schauen wir uns das ganze System mal an, wenn ich das an den Axiomplotter anschließe, wie das funktioniert in der Praxis, und das gucken wir uns jetzt einmal drüben an. So, hier haben wir das jetzt, mein Gewusel hier, und der Axiom läuft hier und wir haben hier wieder das Display, das Alpha-Display. Und wenn wir das jetzt einmal anschließen, dann stecken wir es natürlich ganz normal ins NMEA 2000 Netzwerk ein. Ihr seht hier, da ist eine LED an. Ich lasse das mal einfach hier zwischen hängen. Ups, so. So, dann gehen wir runter. So, dann haben wir hier die Taste. Das ist alles angeschlossen. Lautsprecher habe ich noch nicht angeschlossen. Werde ich als nächstes machen. Oder kann ich eigentlich mal machen? Ha, warum eigentlich nicht? Ja, das ist hier so ein einfacher Visaton-Lautsprecher geschützt. Wassergeschützt, dass ihr ihn wirklich auch draußen anbauen könnt. Den klemme ich hier einfach mal an. Ich lasse ihn auch absichtlich hier in dem Karton drin. Dass er nicht ganz so laut ist, wird jenseits der Tonqualität meiner Videokamera sein. Also nicht wundern, es ist laut und das wird das Mikrofon nicht mitkriegen können, sondern einfach nur verzerren. Gut, ich drücke jetzt einmal die Taste. Ihr seht, das ist keine Lampe an. Wenn ich drauf drücke, zwei Sekunden draufdrücken, geht das Signal an. Nochmal zwei Sekunden draufdrücken, geht es wieder aus. Aber was habe ich erreicht in einem NMEA 2000 Netzwerk? Ist sozusagen eine AIS-Mann-über-Bord-Sache reingelaufen. Die ist aber nur im Netzwerk vorhanden. Die geht natürlich nicht an andere Schiffe raus. Ja? Das ist nur lokal für dieses Boot. Wird nicht ausgestrahlt und nichts. Aber ich sehe jetzt auf meinem Plotter hier ein Schiff mit der 972. Das ist nämlich genau die Position, wo ich diese Taste gedrückt habe. Ich kann jetzt hier leider nicht weiter reinzoomen, aber ihr seht das vielleicht, es ist dicht dabei. Was ich nicht kriege, ist Bearing und Distance to Waypoint. Dazu müsste ich jetzt hier ein Go-To machen. Ne? Und jetzt meckert er natürlich und sagt, jupp, das ist natürlich ein AIS-Ziel dicht dabei und so weiter. Ne? Aber jetzt hätte ich auch ein Bearing und Distance to Waypoint. Ich muss also wirklich die Mob-Taste drücken. Go-To-Taste drücken, Entschuldigung, dass ich da hingeführt werde. Aber diese Position ist festgehalten und wird auf dem Plotter dargestellt. Und gibt jetzt natürlich auch einen AIS-Alarm, falls es mir so nahe kommt. Habe ich sowas eingestellt. CPA, TCPA, kennt ihr vielleicht, ne? Kriege ich da Alarme, die ich wegdrücken kann und muss. Jo, wenn ich das lange genug laufen lasse, dann wird auch der im Vorschiff wach unter Motor, was ich vorhin sagte, was der Plotter bestimmt nicht schafft. Also ihr habt gehört, dieser Ton ist laut. Es ist auch eine Liste mit 28 Tönen im Handbuch aufgeführt, die ihr wählen könnt. Ja, ich habe jetzt den Diebstahlsalarm, glaube ich, gewählt. Theft Alarm. Aber ihr könnt auch Glocken klingeln, was auch immer da auswählen im Handbuch. Aber auch dazu wieder YDNU. Zum Programmieren der USB-Adapter fürs NMEA 2000 Netzwerk. Dann müsst ihr dem das sagen. Jetzt sagt er hier Warnung. Suchen Transponder verloren. Klar, er hat eine Zeit lang keine Position mehr gekriegt von dem. Ne? Solch ein AIS-Mann über Bord würde ständig senden. Und wenn ihr die Töne programmieren wollt, braucht ihr einen YDNU zum Programmieren der Einstellung dieses Gerätes.
und die Canlog Viewer Software von der Yacht Device Seite kostenlos runterzuladen. Aber ihr braucht einen USB-Adapter. Gut, ja, das soweit. Wenn ich jetzt wieder drauf drücke, dann geht es natürlich wieder los. Eine Sekunde, zwei. Und nochmal, ne? So, jetzt seht ihr, habe ich mich auch leicht bewegt. Jetzt ist an einer neuen Position natürlich der Mann über Bord. Und eine Besonderheit, wenn irgendwer das jetzt weggedrückt hat, die Nummer zählt hier durch. Ich sagte ja, die 972 vorne ist fest für ein Mann über Bord Signal. AIS Mann über Bord Kennung. Und hinten seht ihr jetzt 15 und die neue Position hat die 16 gekriegt. Heißt, wenn einer gesagt hat, die 15 ist quittiert, alles okay, passiert ist nichts. Ne? Und jetzt käme das wieder, dann würde sich jetzt 16 nennen und wieder einen Alarm geben. Ja? So wie das denn funktioniert. Genau. Jawohl, das jetzt einmal zu den verschiedenen Mann-über-Bord-Funktionen. Plotter, Alarmbutton, AIS-Mob. Wenn ihr das mögt, dann wieder den Daumen hoch. Würde ich mich drüber freuen. Und demnächst geht's weiter mit den nächsten Videos. Dann macht's gut.